Heute geht's mal um was Wichtiges. Ihr habt's bestimmt alle mitbekommen. Pegida. Ja klar habt ihr das mitbekommen. Heute will ich mal darüber reden, aber nicht als einfaches Video, sondern als Unterstützung für die UGH-Mobilisierung. Was ist das? Eine Kampagne gegen Rassismus, Pegida und Diskriminierung. Und der möchte ich mich anschließen, denn das ist mir wichtig. Dieses Video wird übrigens auf beiden Kanälen Shitbull Games wie Backslash hochgeladen. Ich werde im Öfteren meine Eindrücke schildern. Seid euch bitte darüber bewusst, dass hier meine Erfahrung geschildert wird. Wer damit nicht klarkommt, den bitte ich, ab hier wegzuschalten. Es gibt genug andere Kanäle auf YouTube. Vielen Dank, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Rassismus, was ist das eigentlich? Laut Wikipedia ist Rassismus, Achtung Zitat, eine Ideologie, die Rasse in der biologistischen Bedeutung als grundsätzlich bestimmenden Faktor menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften deutet. Und weiter unten im Artikel, Rassismus zielt dabei nicht auf subjektiv wahrgenommene Eigenschaften einer Gruppe, sondern stellt deren Gleichrangigkeit und im Extremfall deren Existenzberechtigung in Frage. Rassische Diskriminierung versucht typischerweise auf projizierte, phänotypische und davon abgeleitete persönliche Unterschiede zu verweisen. Also im Klartext müssen wir erstmal zwischen Rassismus und Rassendiskriminierung unterscheiden. Ich möchte mich heute etwas näher mit der Rassendiskriminierung und danach mit Pegida beschäftigen, wobei ich bei letzterem auf politische Probleme hindeuten möchte. Rassendiskriminierung gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Das beliebteste Beispiel sind immer die Juden, aber es gibt natürlich auch andere Beispiele. Dafür möchte ich nach England gehen, in das 11. Jahrhundert. Im 11. Jahrhundert eroberten die Normannen unter Führung von Wilhelm dem Eroberer das angelsächsische Südbritannien, heute England genannt. In den Jahren darauf mussten Angelsachsen und Normannen gemeinsam in einem Land leben. Unter der Herrschaft des Normannenkönigs wurde das Ting, also die angelsächsische Form des Parlaments, quasi komplett ausgehebelt. Die sogenannten Tane, ungefähr vergleichbar mit heutigen Bundestagsabgeordneten, wurden durch normannische Grafen und Heeresveteranen ausgetauscht. Wilhelm der Eroberer erreichte seine Ziele vor allem durch Unterdrückung der angelsächsischen Bevölkerung. Besonders die Bewohner der Grafschaft Northumbria litten extrem darunter. Anders als die südlichen Engländer, die dank ihrer ehemaligen römischen Bevölkerung ein gewisses Maß an Anpassung besaßen, waren die Nordengländer ein Rebellenvolk, das besonders durch dänische Invasoren extrem geprägt war. Wilhelm der Eroberer schändete und unterdrückte das Volk in Nordengland, was zu einer generellen Entfremdung führte. Warum erzähle ich euch das alles? Es zeigt recht gut, wie Rassendiskriminierung entstehen kann. Aber Rassendiskriminierung muss nicht immer von einer unterdrückten ethnischen Minderheit kommen. Ich nehme mal ein aktuelles Beispiel. Ich komme aus Westdeutschland, bin aber aufgrund familiärer Angelegenheiten sehr oft in Ostdeutschland, besser gesagt in Sachsen. Klar, wir haben hier keine richtige Diskriminierung, aber ich spüre sehr oft eine kleine Ablehnung seitens ehemaliger DDR-Bewohner zu Westdeutschen wie mir, versteckt in mehr oder weniger deftigen Witzen. Klar, diese sind meist nicht ernst gemeint, aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass nicht jeder Ostdeutsche mit der Wiedervereinigung zufrieden ist und daher die Westdeutschen als Sündenbock sucht. Und da sind wir auch schon da, wo ich anfangen möchte. Meiner Meinung nach ist der Sündenbock das wichtigste Werkzeug für eine Diskriminierung. Der Sündenbock kann ein Mensch, eine ethnische Gruppe, ein Ereignis oder auch nur ein kleiner Gegenstand sein. Hauptsache, er hat mal irgendwas nach sich gezogen. Ich mache mal ein paar Beispiele. Videospiele sind für viele ein Sündenbock. Die Popkultur ist das. Die USA, Russland, Merkel, die Regierung, die Presse. Ich glaube, das reicht erstmal an Beispielen. Ihr wisst, was ich meine. Aber warum brauchen so viele einen Sündenbock? Ich benutze einen Sündenbock immer dann, wenn ich mich aufrege. Mein Gehirn zelebriert mir dann die Person, die meiner Meinung nach Hauptverantwortliche ist. Darauf kann ich dann aufbauen und versuchen, die Probleme zu finden und im Endeffekt alle Puzzleteile zusammenzufügen. Denn mein Sündenbock ist meistens nur ein Teil eines riesigen Puzzles mit vielen anderen Bausteinen. Rassendiskriminierung baut auf dem Sündenbock auf. Wird das Puzzle nicht zusammengesetzt, so entwickelt sich das Bild des Schuldigen. Dann wird zwanghaft nach anderen Verfehlungen gesucht. Meistens wird dann auch irgendwas gefunden und so verändert, dass sich weitere Verfehlungen ergeben. Ein Feindbild entsteht. Der Wunsch dagegen vorzugehen beginnt im Menschen zu wachsen und sich zu verbreiten. Man will einfach dieses Problem aus der Welt schaffen. Und so entstand dann vor vielen Jahren die Judenverfolgung im Naziregime. Das Problem entsteht über viele, viele Jahre. Natürlich, was ich genannt habe, ist nur ein Modell, das auch auf der andere Probleme anwendbar ist. Aber bezieht es jetzt mal nur auf unser Thema. Und in unserer heutigen Zeit ist Rassendiskriminierung von unserer Verfassung her streng verboten. In Artikel 3 Grundgesetz Absatz 3 steht das ausdrücklich.
aber in der Realität wird das nur pro forma umgesetzt. Klar, vom Gericht sind wir alle gleich. Und wir leben auch nicht im Mittelalter, was das angeht. Fortgeschrittene Rassendiskriminierung tritt normalerweise selten auf. Also es passiert eher selten, dass ihr in einer Großstadt auf offener Straße angehalten werdet und öffentlich totgeprügelt werdet, weil ihr eine andere Hautfarbe habt. Die meisten Menschen leben eher friedlich und das ist auch gut so. Klar, es gibt ja auch Ausnahmen, aber die interessieren mich gerade nicht. Es geht um die Wurzel der Rassendiskriminierung. Stellt euch mal vor, egal welche Hautfarbe, Geschlecht oder Zugehörigkeit ihr habt, ein Klingone aus Star Trek würde euch auf offener Straße begegnen. Jetzt mal außer ihr seid Star Trek Hardcore-Fan. Der Klingone würde euch freundlich begrüßen und weitergehen. Jemand, der von sich behauptet, komplett frei von rassistischen Gedanken zu sein, würde an ihm vorbeigehen und freundlich zurückgrüßen. Bestenfalls noch sagen, dass die Stirnfalten heute richtig gut aussehen. Wird das passieren? Nein, ganz und gar nicht. Ich vermute mal, die meisten würden die Straßenseite wechseln. Star Trek-Kenner vielleicht wegrennen. Niemand würde sich in der Nähe des Klingonen wohlfühlen. Warum? Ihr wisst nicht, was er ist. Ist er gefährlich? Hat er Waffen dabei? Schadet er mir? Ihr hättet Angst, würdet Abstand halten. Davon gehe ich mal stark aus. Ihr hättet bestenfalls ziemlichen Respekt und würdet ihnen nicht zu nahe kommen. Und jetzt versetzt euch mal in seine Lage. Ihr würdet auf den Klingonenplaneten kommen und lauft durch eine ihrer Städte. Und jeder würde euch angucken, vor euch Angst haben. Denkt mal darüber nach. Klar, ich habe ziemlich übertrieben. Ich will eigentlich nur darauf hinaus, wir alle haben rassistische Gedanken in uns. Ich höre oft von vielen Mädchen und Frauen, dass wenn sie in die S-Bahn einsteigen, sich ungern neben einen großen schwarzen Mann setzen. Schlicht, weil sie Angst haben. In Sachsen ist das noch krasser. Dort werden Farbige laut meinen Erfahrungen immer noch als exotisch angesehen und viele haben Respekt vor ihnen. Sie sind halt was Neues. In Sachsen leben 2,8% Migranten, also ca. zwischen 17.000 und 18.000 Menschen bei 4 Millionen Menschen. Diese Migranten leben meist in den großen Städten, also Leipzig und Dresden. Auf dem Land, und da habe ich meine Erfahrungen in Sachsen her, sind Farbige eher selten. Auch Ausländer trifft man eher selten. Mal von Tschechen und Polen abgesehen, aber um die geht es hier nicht. Aber woher kommt dieser Respekt von Neuem eigentlich her? Meiner Meinung nach ist das ein Urinstinkt. Früher, zu Zeiten, als es noch keine Länder oder Zusammenschlüsse gab, musste man zwangsweise sich von Neuem in Acht nehmen. Sonst war man Futter oder Sklave. Die Ureinwohner Amerikas zum Beispiel. Als Kolumbus Amerika erreichte, begegneten ihm viele Ureinwohner mit Freundlichkeit. Und was haben sie bekommen? Mehrere Jahrhunderte Versklavung und Massendiskriminierung wie aus dem Bilderbuch. Es gibt natürlich noch viel ältere Beispiele. Ihr merkt, es war früher also Pflicht, einen gesunden Grundrespekt gegenüber Fremden zu haben. Ich kann es also vollkommen verstehen, wenn jemand diesen Respekt hat, und ich kenne auch niemanden, der das wirklich abgelegt hat. Aber viele, und da wären wir beim Thema, blicken nicht über ihren Tellerrand hinaus und legen das Vorurteil ab, das sie gegenüber Farbigen und Ausländern haben. Und besonders im Osten tritt das meiner Meinung nach sehr oft auf. Es gibt keine richtige Aufklärung. In all den Jahren, in denen ich nun schon nach Sachsen gereist bin, um Familie zu besuchen, habe ich nie, und damit meine ich wirklich nie, eine Frau mit Kopftuch gesehen oder einen Mann aus dem Nahen Osten mit langem Bart. Bezogen auf die aktuelle Thematik. Muslime sind meiner Meinung nach nur eine Gruppe für Menschen in Sachsen, die durch die Medien pauschalisiert werden. Charlie Hebdo, Al-Qaida, IS, 9-11. Viele Medien erzeugen ein verzerrtes Bild von Muslimen, kopftuchtragend, introvertiert. Und viele spinnen dieses Bild weiter. Ausländer sind schuld an all den schlechten Dingen in Deutschland. Die muslimische Religion will das Abendland vernichten. Und dadurch entsteht Rassismus. Man möchte diesen Feind aus seinem Land haben. Und dadurch entstand Pegida. Und jetzt könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Pegida ist nur in einem Bundesland wirklich stark. Und ihr dürft dreimal raten, welches das ist. Sachsen. Achtung. Damit meine ich nicht, dass Sachsen die Quelle allen rassistischen Gedankenguts in Deutschland ist. Auf keinen Fall. Aber dort tritt das am öffentlichsten auf. Aber das gibt es auch ähnlich in Westdeutschland. Das gibt es überall. Und damit habe ich eigentlich eine gute Überleitung zu meinem nächsten Thema gefunden. Nämlich der Pegida. Die Vereinigung Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes ist ein eigener getragener Verein mit dem Kürzel Pegida und wurde am 19. Dezember 2014 von Lutz Bachmann gegründet und der Verein hat 12 Mitglieder. Ihr Sitz ist in Dresden. Gegründet wurde Pegida, wie bereits gesagt, von Lutz Bachmann, um friedlich über die Zitat Islamisierung des Abendlandes zu demonstrieren. Dass er wegen Körperverletzung, Einbruch, Diebstahl und Kokainbesitzes angeklagt wurde, schenke ich mir jetzt mal, weil meiner Meinung nach hat das nichts damit zu tun. Mark Wahlberg ist meiner Meinung nach auch ein guter Schauspieler und sehr sympathisch, obwohl er noch nicht mal die Schule abgeschlossen hat.
Also lass das aus der Diskussion raus. Das ist unnötige Provokation. Diskussionen über das Thema finde ich vollkommen in Ordnung. Wir leben in einer Demokratie. Da ist das sogar genau richtig. Einige Passagen ihrer Forderungen sind sogar sehr gut. Sie befürworten das Aufnehmen von politisch Verfolgten und eine bessere Unterbringung von Asylbewerbern. Das ist doch eigentlich gut, oder? Aber irgendwas stimmt da nicht. Das wissen wir ja. So gibt es im Forderungsblatt einige Passagen, die ich sehr fraglich finde. Direkte Volksentscheide vom Volk nach dem Beispiel der Schweiz und von Kanada. Das Hinnehmen der russischen Expansionspolitik und mehr Mittel für die Polizei zur schärferen Kontrolle. Erstens finde ich ziemlichen Quatsch. Es mögen vielleicht in Sachsen noch 4 Millionen Menschen leben, aber im Rest Deutschlands leben wesentlich mehr. Eine Durchsetzung wäre schwer möglich und die Meinung des Einzelnen würde komplett untergehen in der Masse der Gesamtbevölkerung. Was Bachmann fordert, ist das, was später etwas anderes in der Sowjetunion umgesetzt wurde. Das System der Räterepublik hat ja sehr gut funktioniert. Das Hinnehmen der russischen Expansionspolitik, ja, ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen, oder? Ich verweise auf mein Video, werden wir von der Presse manipuliert. Dort kläre ich das etwas auf, ist übrigens auf Backslash zu finden. Der letzte Punkt ist sehr interessant. Mehr Kontrolle finde ich schwierig. Überwachungs- bzw. Polizeistaat ist immer eine kontroverse Sache. Aber genug davon. Das Problem an Pegida, finde ich, ist der Umgang der Politiker damit. Bundespräsident Joachim Gauck nannte Pegida am 12. Dezember 2014 Chaoten und Strömungen, die wenig hilfreich sind und nicht so viel Beachtung finden sollten. Das ist natürlich ein Schritt in die falsche Richtung. Pegida sollte man sehr wohl beachten. Das kann man nicht so einfach abtun. Und tatsächlich, einige Politiker und Wissenschaftler tun wirklich was dagegen. 50 prominente Wissenschaftler und Politiker, darunter die beiden Altkanzler Helmut Schmidt und Gerhard Schröder, unterzeichneten eine Petition gegen Pegida. Ich hoffe sehr, dass man in Zukunft mehr zu diesem Thema hören wird. Es ist sehr wichtig, dass wir alle uns damit beschäftigen. Hier endet mein Video auch. Bitte beschäftigt euch mit dem Thema, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt unter dem Tag UGH eure Erfahrungen zum Thema Rassismus. In der Beschreibung werde ich euch YouTuber aufschreiben, die ähnliche Videos machen. Verbreitet eure Meinung auf Twitter, Facebook, Steam, wo es nur geht und helft, dass diese Aktion Leben findet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch eine schöne Woche. Peace out.